Hallo und herzlich willkommen hier zu Vlog am Samstag. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv und auch diese Woche gibt es wieder ordentlich zu berichten über Spielnews, natürlich den Top und Flop der Woche und ein bisschen Allgemeines natürlich. Und wir wollen gar nicht lange drum herum fackeln. Wir fangen gleich mal an und zwar mit der ersten News, die ist folgendermaßen. Es geht um Call of Duty Black Ops 3. Und zwar ist es so, dass jetzt egal, ob er wollt oder nicht, der Download von DLCs Pflicht ist, auch wenn er die gar nicht kauft. Und zwar, der Entwickler hat angekündigt, dass alle Spieler die kommenden DLCs zu Call of Duty Black Ops 3 herunterladen müssen. Das soll Käufern ermöglichen, schneller auf die Inhalte zuzugreifen. Das heißt, im Endeffekt, ihr müsst euch Sachen runterladen, die ihr nicht haben wollt und dementsprechend wird auch eure Festplatte zugemüllt. Dazu gibt's nur eins zu sagen, ganz klar, ohne Worte, also das ist echt zum Kotzen. Naja, wir können es leider wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, es kommt ein massiver Shitstorm auf. Wäre mal eine gute Idee. So, nächste News, da kommen wir zu Ghostbusters The Video Game. und zwar gibt's ein Gerücht, dass ein Spiel zum Film für die PS4 und Xbox One geplant sei. Angeblich soll zum kommenden Ghostbusters-Film auch eine Spielumsetzung für die PS4 und Xbox erscheinen. Eine Bestätigung von Activision steht noch aus. Lieber Activision-Publisher, ihr solltet erstmal abwarten, ob der Film überhaupt ein Erfolg wird, weil ich persönlich bin der Meinung, dass es ein Flop wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nächste News geht um Conan, und zwar Conan Exiles. Menschenopfer und nackte Haut, schließlich Conan. Funcom hat neue Details zum Survival-Spiel Conan Exiles verraten. Zimperlich soll es nicht zugehen, so sollen unter anderem Menschenopfer möglich sein. Naja, ist halt Conan, ne? Conan war und ist schon immer heftig gewesen. Ja, warum nicht? Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, wenn es nur halb so gut wird wie Ark Survival Evolved. Sehr gerne. Nächste News. The Witness. Rätselspiel trotz Raubkopien ein großer Erfolg. Trotz des aktuellen Problems mit Raubkopien der PC-Version ist das Rätselspiel The Witness ein großer Erfolg. Laut Jonathan Blow wird es sich in der ersten Woche öfter verkaufen als sein Vorgängerspiel Braid in einem Jahr. Ich kann dazu nicht sagen, ob das Spiel gut ist, weil das, Rätselspiel ist nicht so mein Ding. Aber naja gut, wenn es ein Erfolg ist, toll, ansonsten Dwayne. gut. Nächste News. Geht um das Thema Let's Play. Und zwar, jetzt wurde gesagt, warum der Begriff in den USA nicht rechtlich geschützt werden darf. Eine Anwaltskanzlei aus den USA erklärt in einem kurzen Blog-Eintrag, dass die Zurückweisung des Sony-Markenschutzantrags für Let's Play endgültig war. Der Begriff befindet sich nun für immer in öffentlichem Besitz, heißt es. Ja, Sony hat ja versucht, diesen Begriff sich zu patentieren lassen, damit auch jeder, der den Begriff dann benutzt, schön abdrücken durfte an Sony. Absolute Sauerei. Sony, damit habt ihr euch keinen Gefallen getan. Gut, dass es nicht durchgesetzt worden ist. Kommen wir jetzt zu einer News, da geht es um End Simulator. Und zwar, das Projekt wurde eingestellt, das Geld ging angeblich für Alkohol und Stripper drauf. Und zwar, der Chefprogrammierer Eric Tereschinski des VR-Projekts End Simulator erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Kollegen. In einem Video gibt er die Einstellung des Projekts bekannt und sagt, dass seine Kollegen einen Großteil des Projektgelds für Alkohol und Stripper ausgegeben hätten. Dazu gibt es auch gleich noch eine Folgenews. Und zwar, das Ganze war ja per Kickstarter finanziert worden. Und jetzt sagt der Geschäftspartner des Entwicklers, Verschwendungsvorwürfe sind totaler Schwachsinn. Die ehemaligen Geschäftspartner des Entwicklers des Endsimulators lassen die Vorwürfe nicht auf sie sitzen. Sie dementieren alle Veruntreuung von Crowdfunding-Geldern und erheben ihrerseits schwere Vorwürfe gegen Eric Tereschinski. Ich würde mal sagen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ansonsten kann ich nur sagen, Kickstarter ist so eine Sache, ne? Also ich weiß nicht, ob das Geld jetzt von den Leuten da weg ist oder sowas. Bin mir da nicht sicher. Muss man mal im Auge behalten. Und zwar, nächste News, The Division. Spekulation um Raids und Multigroup-Aktivitäten. Wie sieht das Endgame in The Division aus? Der YouTuber Arex Gaming glaubt, Hinweise für Raids im Spiel gefunden zu haben. Ich würde mal sagen, es würde nicht schaden, wenn es drinne wäre, ne? Nächste News. Ist eine Film-News, beziehungsweise so eine halbe Film-News, und zwar Rampage. Arcade-Spiele-Verfilmung. Dwayne Johnson legt sich mit Monstern an.
Das klassische Arcade-Spiel Rampage aus den 80er Jahren wird fürs Kino verfilmt. Darin legt sich Dwayne The Rock Johnson mit drei gigantischen Monstern an. Dwayne The Rock Johnson ist ja auch bekannt unter anderem aus der Fast and Furious Teile und Scorpion King. Der ist schon ein ganz schöner Brecher. Bin gespannt. Nächste News. Heute Morgen bin ich noch nicht hundertprozentig wach, liebe Leute. Geht's um World of Warcraft Legion. Artefaktangel, Bilder und Boni. Das Add-on Legion für World of Warcraft wird nicht nur Artefaktwaffen bieten, auch zwei Varianten einer Artefaktangel sind jetzt in der Alpha der MMO-Erweiterung gefunden worden. Die Angel levelt mit dem Spieler und bietet unterschiedliche Boni. Naja, wer es braucht, also ich war noch nie ein großer Angelfreund. Nächste News und die ist, geht jetzt um XCOM, jetzt kommen sogar drei News zu XCOM und zwar, geht es um das Thema aktive Mods. Und zwar schalten die nicht die Steam Achievements aus. Auf Twitter hat Jake Solomon eine Frage eines Users beantwortet, ob aktivierte Mods die Freischaltung von Steam Achievements verhindern. Es sei auch mit Mods möglich, diese zu erreichen. Sehr gut. Gute Arbeit, Jungs. Finde ich gut. Nächste XCOM News. Steam Reviews bemängeln Performance-Probleme. Auf Steam beschweren sich einige Spieler über schwere Framerate-Einbrüche beim neu veröffentlichten Rundentaktikspiel XCOM 2. Schuld sind vermutlich die im Genre vergleichsweise hohen Systemanforderungen. Kann ich nur bestätigen, auch ich spiele es und es wird auch ein Let's Play dazu geben. Ich habe es gestern schon gestreamt. Heute kommt auf jeden Fall noch ein Let's Play auf meinen Kanal. Die erste Folge, vielleicht auch zwei, mal gucken, wie ich es schaffe. Ich kann nur bestätigen, es sind massive Einbrüche teilweise. Und ich habe schon keine schlechte Grafikkarte. Ich habe die empfohlene Grafikkarte, auf jeden Fall 970er. Und das Spiel, ja, das ist doch hohe Anforderung, muss man sagen. Nicht so toll. Hoffentlich machen sie noch ein bisschen was. Nächste News, und das ist jetzt folgendes. XCOM 2, Ende deutet Add-on-Szenario an. Dicke Spoilerwarnung vorweg. Also, wenn ihr nicht wissen wollt, was Faktum ist, jetzt nicht weiter gucken. Spoiler-Alarm. Am Ende gibt XCOM 2 einen überraschenden, aber ziemlich eindeutigen Hinweis darauf, was uns in einem potenziellen Add-on erwarten könnte. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht weiterlesen, das müsst ihr euch selber dann raussuchen, wegen Spoiler. So viel zu dem Thema. Damit sind die Spiele-News auch schon wieder durch. Kommen wir jetzt zum Fail-Flop der Woche. Und das ist, Sekunde, da muss ich mal kurz nachgucken, muss ich ein neues Fenster öffnen. Geht's mal wieder um Microsoft. Und zwar um Windows 10. Ja, ich habe da schon öfters drüber berichtet, dass Windows 10 einen ziemlich auf den Sack geht langsam. Ihr sollt upgraden, ihr sollt euch das holen, bla bla bla, ihr sollt umsteigen. Jetzt wird's aber noch krasser. Und zwar PC-Nutzer mit Windows 7 und Windows 8.1, die Windows reserviert haben, werden bald mit einem 5-Tage-Countdown für das Upgrade konfrontiert. Also ganz ehrlich, Microsoft geht einen langsam echt pervers auf den Sack mittlerweile. Wenn die Leute das nicht haben wollen, dann sollen sie es halt lassen und nicht andauernd mit solcher Scheiße bombardieren. Also mir geht's auch auf den Sack. Und deswegen, liebe Microsoft-Leute, ihr seid für mich ganz klar mal wieder Fail-Flop der Woche. Bye-bye. Kann ich dazu nur sagen. Also ihr rafft's nicht. Also wenn die Leute es halt nicht wollen, dann wollen sie es halt nicht. Ganz einfach. So, kommen wir jetzt zu einer News, die nichts mit Gaming zu tun hat, aber für mich der Top der Woche darstellt. Und zwar geht's da um ein großartiges Verhalten einer Familie, beziehungsweise eines Elternpaars. Und zwar sind das Eltern, deren Tochter wurde von einem Lokführer überrollt, mit dem Zug halt. Und ja, und die Eltern trösten den Lokführer, der wahrscheinlich auch unter Schock steht und natürlich sich Vorwürfe macht und so weiter. Und zwar mit einem bewegenden Brief. Und das ist eine super Geste, weil man muss aber denken, die Eltern allein haben ja auch einen, ich sag mal, heftigen Schmerz, ne, durch den Verlust ihrer Tochter. Und trotzdem geben sie den Lokführer nicht die Schuld, sondern versuchen den auch wieder aufzubauen. Das ist menschlich hochachtungsvoll. Und deswegen für mich seid ihr, liebe Eltern des Kindes, was man so liest, für mich ganz klar der Top der Woche. Deswegen von mir beide Daumen hoch. Super, Leute. Das ist Zivilcourage, das ist toll, dass sie keinen Hass haben und so weiter und so fort. Finde ich super. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon wieder durch mit diese Woche mit meinem Vlog am Samstag. Kurze Sache noch. Bei mir gibt es jetzt neu auf dem Kanal XCOM 2. Wird heute starten.
und ich hoffe, ihr schaltet reichlich ein. Gebt dann natürlich ein Däumchen und ein Abo, ist ja klar. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Vlog am Samstag nächste Woche. Macht's gut, euer Ed von netgaming.tv. Bye bye.